Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wonderbox. Wir spielen die Kampagne, die Reise des Helden und befinden uns jetzt beim Gefängnisausbruch. Klicken wir doch mal direkt rein und sehen, was es da so gibt. So, wer die letzten Tage mitverfolgt hat, weiß natürlich, dass ich dieses Spiel überaus attraktiv finde, wollte ich gerade sagen, sehr gut finde. So, wir gucken mal hier, wir sitzen im Gefängnis sogar. Okay, wie sollen wir da denn rauskommen? Da sitzen die Wachen da draußen. Wahrscheinlich durchs Wasser gehen, oder? Okay. Okay, durch den Abfluss. Ganz klassisch, durch die Toilette entkommen. Sehr cool. So, gucken wir mal, wo gehen wir jetzt am besten hin? Da ist eine Tür, da können wir wahrscheinlich rauskommen. Okay, eine Waffe haben wir noch nicht. Ein Schalter. Da ist die Tür von aufgegangen. Dann geht die Tür wieder zu. Okay, dann müssen wir diesen kleinen Hopsi hinschicken. Machen wir mal. Perfekt. So lernt man so nach und nach durch die ganzen Sachen, die Mechaniken des Spiels kennen. Sehr cool ist. Falls ihr Lust habt, ich habe auch ein Level gemacht, das könnt ihr finden. Hier, wenn ihr auf Entdecken geht, nennt sich Shanzen Quest. Und zwar Shanzen. Zwar muss ich das machen, weil sie das Wort nicht erkennen. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber... Es ist einfach so, ich weiß nicht warum, ein paar Wörter werden einfach nicht erkannt. Ist wahrscheinlich absichtlich so gemacht worden, damit man keinen Unfug schreiben kann oder damit die einfach auf Englisch bleiben. Ich weiß es aber nicht genau. Können wir noch nicht durch, wir haben noch kein Schwert, also können wir da noch nicht durch. Dafür können wir aber schon oben längs. Gehen wir hier oben rein. Ah, hier geht's hin, okay. Da ist unser Schwert. Sehr gut. Unten durchgehen? Ne, können wir nicht, ne? Gehen wir hier oben links wieder. Tür ist ja auf. Können wir da rein. Oh, ein paar Münzen haben wir auch. Perfekt. So. Okay, muss sie gar nicht killen, aber vielleicht gibt es ja Münzen für alle. Nee, nur Herz, okay. Herzen brauchen wir gerade nicht. Gehen wir da rein. Kommt ihr nicht hoch? Doch. Oh nein, jetzt brauche ich doch ein Herz. Jetzt gibt es natürlich kein Herz. Ist klar. So. Sehen. Ich dachte, da wäre noch irgendwas. Ne, war nichts. Gehen wir hier rein. Ah, guck mal. Tür ist nicht auf. Ist da noch so ein Ding? Aha. Ach. Okay, okay, dann weiß ich. Warte, wir müssen es anders machen. Okay, das ist auch nicht schlecht gemacht. Okay. So, Tür ist auf. Können wir rein? Perfekt. Nicht schlecht. Hm. Hier sind ein paar Münzen. Genau. Okay, kann ich. Das ist das Gefängnis. Ich könnte mich runterfallen lassen und gegen die kämpfen. Die kann ich nicht. Mich runterfallen lassen, falle ich genau wieder runter ins. Ich kann mich gar nicht runterfallen lassen, weil ich fällt mir gerade auf. Hier geht es nämlich nicht weiter. Okay, dann gehen wir hier durch. Ist ja abgespaced gemacht irgendwie. Man kann auf jeden Fall immer eine bestimmte Höhe bauen. Das war's, wir springen. Cool, wie damals wie der Graf von Monte Cristo. Ist auch so geflohen aus seinem Kerker. Cool. Gut. Das war ja diesmal recht leicht, ne? Aber man bewegt, die sind echt unterschiedlich lang auch. Aber das war ja ganz gut. Novizentorso. Auf die königlichen Felder. Schauen wir uns das mal an. Zack. Schon niedlich gemacht alles, ne? Muss man einfach mal sagen.
und wie groß man die Welt machen kann, nur mal so nebenbei. Man kann sie wirklich riesig machen, muss man sich einmal vor Augen falten. Man kann ja immer neue Boxen machen. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Da brauchen wir... Ja, we need a key. Gucken wir mal, ob wir hier einen Key finden. Wir haben nicht mal eine Waffe. Hier ist die Frage, ob die Wachen uns mögen oder ob sie nicht mögen. Guck mal, was ist das denn zu uns? Wie erfreulich jemand mit einer tapferen Seele. Unser Königreich wartet auf eine Nachricht eines Freundes. Wir warten schon lange, ich fürchte um seine Sicherheit. Bitte finde unseren Freund und überbringe gute Nachrichten. Okay, wir müssen diesen Zettel haben, um... Okay, bringt uns jetzt hier nichts. Und da sind wir gekommen. Das heißt, wir können theoretisch jetzt eigentlich nur... Obwohl, wir gehen mal hier längs. Ich muss da irgendwas Unentdecktes lassen. Kann man am Schloss rumgehen? Vielleicht ist da noch irgendwas. Nee. Noch nur Rüstung. Okay, viel ist hier nicht. Gut, dann gehen wir jetzt da vorne rein. So. Sieht mal gruselig aus hier. Ach, ist das ein Labyrinth hier? Wahrscheinlich. Gehen wir zurück. Kann man da runterfallen? Nee. Kann nichts schieben hier, ne? Nee. Okay, da muss man wahrscheinlich eine, brauchen wir wahrscheinlich eine Karte für. Ach komm, das ist der Bogen schon mal. Aber hat das vielleicht irgendwas zu bedeuten? Wo die Eule mal hinguckt? Nee. Okay, ich habe mich voll verlaufen. Hier sind vier. Vier Kerzen. Aha. Ah, okay, aber hier ging es auf jeden Fall raus. Oder wo geht's hier denn hin? Die kann ich nicht so leicht treffen. Hier raufstellen, warte mal. Ah, okay. Na gut. Gehen wir hier rein. Mal rein hier. Oh. Oh. Okay, das ist eine Monstertruhe, die können wir nur aufmachen, wenn wir natürlich... Okay, das Herz holen wir uns auf jeden Fall. So, die Monstertruhe kann man erst aufmachen, wenn man alle Gegner besiegt hat. Ein Schlüssel. Einen Schlüssel haben wir schon mal, das ist gut. Brauchen wir eigentlich nur den einen Schlüssel? Ich glaube, wir brauchen nur den einen Schlüssel, ne? Die Schlüssel brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Jetzt können wir jetzt mit ganzen Herzen einsammeln. Das ist natürlich auch ganz gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ah, guck mal. Bringt uns hier noch nicht so viel. Aber den Schlüssel konnten wir doch hier irgendwo einsetzen. Da war ich verkehrt. Da, ne? Ach, das ist der andere Schlüssel. Ach, das ist der andere Schlüssel. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier drüben rein. Oh Gott, was will sie denn? Bitte finde das königliche Schwert und bring es hierher. Schwert gegen Schlüssel. Ja, okay, bringt uns also erst was, wenn wir... Na gut. Also müssen wir doch nochmal in diesen garstigen Wald rein. Da gab es hier noch einen anderen Weg. Doch, da drüben können wir auch noch raus, ne? Gut. Schauen wir mal. Dann ist auf jeden Fall eine Truhe. Können wir die vielleicht mit meinem Schlüssel aufmachen? Oder was für einen Schlüssel brauchen wir da? Brauchen wir so einen Schlüssel? Okay. Komm hier mal durch. Oh mein Gott, ist das großes Gebiet. Zwischendurch ganz kleine und jetzt ganz große Gebiete.
Sind die auch mal abgefahren? Ah, guck mal. Das ist so ein Hüpfding. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich irgendwo hinjagen. Und zwar da hoch. Ah, ist das noch? Ah, okay. Habe ich nicht gesehen, dass hier zwei waren. Warte mal, den schicken wir mal runter. Schicken wir ihn erstmal hier rauf. So, hüpf da rauf, du kleine. Hey, du blöde Kröte. Na, warte. Hä? Ach doch, warte mal. Ich habe eine Idee. Passt mal auf. Hüpf nochmal da hoch. Ich glaube, der muss da trotzdem drauf sitzen, denn... Okay, jetzt können wir ihn nämlich so... Sonst hätten wir ihn gar nicht da runter bekommen, nämlich richtig. Aber jetzt müsst ihr ihn da raufkriegen, oder? Auch nicht. Hey, das ist aber merkwürdig. Nee, nicht da links. Mist. So, jetzt müsste das auch weit genug weg sein, oder? Ich hoffe. Genau. So. Dann müssen wir die Kröte hier runterschicken irgendwie. Nein! Ja, von hier aus geht's ja auch. So. Ja, ich weiß. Natürlich das Ei berührt. So, jetzt muss die Tür auf sein, ne? Genau. Eieieiei. So, den Schlüssel haben wir auch. Jetzt schauen wir mal, was uns das hier erwartet. Da erwartet uns gar nichts. Aber hier ist noch ein kleiner Weg. Ist da hinten auch noch ein Weg? Im Garten sehe ich nichts. Gehen wir hier durch. Schlüssel habe ich dafür. Rein. Okay. Also es muss noch Kröte da und noch hin. Das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Ach komm schon, das ist mir ja ernst. Oh, wie blöd ist das denn? Okay. So. Okay, der sitzt da drauf. Und da ist ja noch einer. Warte mal, wir schicken ihn mal erstmal hier hoch. Gut, dann müssen wir den anderen noch hier rüber bekommen. Gut, gehen wir da mal rein. Ups. Okay, hier geht's einfach runter irgendwo. Da geht's runter. Gehen wir mal runter. Guck mal, die Katakomben. Ah, guck mal. Ah, kann ich auch nicht. Okay, das sieht gefährlich aus. Eine enge Kiste. Gehen durchs Wasser, durch die Wasserstation. Da schon mal. Oh, da haben wir ein normales Herz zum Einsammeln. Oh,
Muss man springen. Oh nein. Oh. Eins, zwei, drei. Oh. Okay. Oh nein. Oh nein. Shit. Steh ich da wieder. Oh, Alter. Okay, okay. Oh. Oh, Alter, wie soll ich denn da? Komm hier durch? Ist ein Geheimgang? Nee. Boah. So, Sie jetzt geschafft, ohne ein Leben zu verlieren. Auch nicht schlecht, ne? Was jetzt bringt uns ja gar nichts. Muss ja irgendwo einen Ausgang geben. Da nicht. Da war irgendwas. Da ist ein. Wie kommen wir da hin? Ach, da. Bin ich gesehen. Okay. Ein Schlüssel. Okay. Das wäre natürlich schwierig. Oh. Ups. Ach Quatsch. Komm hier raus. Auch nicht schlecht. Gut, da hinten sind wir reingegangen, also müssen wir hier den Weg zurückgehen. Ne? Ist das für die Truhe da hinten? Gehen wir zur Truhe. Ist das vielleicht das Schwert? Yes. So, das Schwert haben wir. Jetzt müssen wir das Schwert eigentlich nur zurückbringen. Ist es das, was die haben wollten? Ich weiß es gar nicht mehr, muss ich zugeben. Gucken wir einfach mal. Was wird es gewesen sein? Können wir mit dem Schlüssel da reinkommen? Ne, der Schlüssel braucht der andere Typ, ne? Stimmt, da können wir durch die Tür kommen. Genau. Oh, es ist auch ganz schön weit weg, ne? Ich zoome mal ein bisschen ran für euch. So. Was war das hier? War das hier der Schlüssel? Perfekt. Aber jetzt fehlt uns noch mal hier ein Schlüssel. Der goldene Schlüssel. Wo kriegen wir? Ach so. Hm. Gut, dann müssen wir nochmal zurück. Denn dafür brauchen wir auch irgendwas. Oh, warte mal. Nee, nicht da reingehen. Da müssen wir gucken mal kurz. Da irgendwo müssen wir ja auch das andere Ding noch finden. Irgendwas müssen wir hier finden. Aber hier gibt es keine extra Bonussachen oder so. Der Schlüssel, hier muss irgendwo doch ein. Da ist doch. Die haben wir schon aufgemacht, stimmt. Irgendwo muss es hier noch einen Schlüssel geben. Oh, guck mal da unten, da kann man auch runter. Ohne Anstrengung kann man nichts Gutes vollbringen. Hier wird ein Schlüssel. Ich glaube fast, dass ich den Schlüssel hier nicht finden werde. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Gucken wir, wie gehen wir hier durch? Weil ich habe ja hier schon einen Schlüssel gefunden. Es kann gut sein, dass wir den nicht nochmal finden. Dass wir den in einem anderen Bereich finden müssen. Aber ich weiß noch nicht. Irgendwas hat das doch zu bedeuten, da diese Figuren. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß echt noch nicht was. Weil wir haben ja den Schlüssel schon gefunden. Ich glaube, es gibt auch einen Schlüssel im anderen Bereich. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil den Schlüssel habe ich ja hier gefunden. Das heißt, wir müssen nochmal rüber in den anderen Bereich, glaube ich.
Ja, das müssen wir. Im Anwesen finden wir nichts noch, ne? Ne, das ist nichts mehr. Okay, dann versuchen wir es nochmal, unser Glück auf der Seite. Weil irgendwo müssen wir eine Truhe oder einen Schlüssel übersehen haben. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir noch gucken können. Weil im Endeffekt haben wir ja alles eingesammelt. Oder bin ich verkehrt? Ich glaube, wir haben alles eingesammelt. Ich weiß es auch nicht. Ey. Ist auch schwierig. So. Wir hatten alle schon auf. Müssen wir nicht nochmal machen, das ist gut. Hab ich irgendwas im Garten vergessen? Nee. Hab ich auch gewundert. Warte, da war noch irgendwas. Was konnte ich denn da bewegen? Ach so, die Tür, die aufgeht, okay. Gut, das wäre eine Truhe da gewesen. Also ich habe auch irgendwo noch einen anderen Geheimgang gesehen. Wo war der denn? Da oben ist noch ein Geheimgang, genau. Den haben wir gar nicht genommen. Da müssen wir nochmal längs, glaube ich. Also Geheimgang, also den Gang auf jeden Fall. So. Da waren wir noch nicht drin. Hier gibt es garantiert eine Truhe. Ein Schild, okay. Das Schild hätte man natürlich gut gebrauchen können für, na klar, für die Pfeile. Natürlich ärgerlich, dass wir die nicht haben. Achso, ich dachte, hier wäre irgendwas. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ist da noch eine Truhe, aber ist da nicht, ne? Ne, okay. Dann gehen wir hier hoch. Hoch. Ah! So, hochgehen. Oh, was ist da hier los? Hoch da! So. Hier auch links. Danke. Okay. Dann muss die Truhe irgendwo anders sein. Also irgendwo müssen wir so einen weiß bekackten Schlüssel finden. Oder? Oh, hier kommen wir von. In die andere Richtung, ne? Ey, wie blöd. Schlüssel übersehen haben. Ich bin mal hier hinten durch, ob ich jetzt da irgendwas übersehen habe. Ich glaube zwar nicht. Naja, man weiß ja nie, ne? Hier ist nichts. Okay. Ups. Schneller, schneller! Das war das fiese Ding, aber da können wir ja das Schild vorhalten jetzt, oder? Oh nein, so rum. Den können wir hier nehmen. Hier gibt's nichts. Ey, hier gibt's doch gar nichts. Ey, was ist denn da los? Irgendwo muss es doch noch einen Schlüssel geben. Hier haben wir einen so einen Schlüssel rausbekommen. Den haben wir für was anderes benutzt. Oh. Das weiß ich leider echt nicht, denn. Also, ob es irgendwas gibt hier, was man noch machen könnte. Schwierig. Da darf man leider nicht rein. Jetzt wäre ich da mal reingegangen, aber kommen wir nicht rein. Die wollen gar nicht, dass man reinkommt da.
Nee. Hm. Das ist wirklich nicht herzallerliebst. Woanders wüsste ich jetzt nicht, wo ich noch hin kann. Also hier, hier brauchen wir ja so einen güldenen Schlüssel. Und den bekomme ich ja nur von der Tante da. Wenn ich den irgendwie helfen kann, so ihm hier, ne? Aber dafür brauche ich das Schriftstück. Wo kriege ich das Schriftstück her? Das bekomme ich ja nur, wenn ich in diesen anderen Bereich da rein darf. Wo ich jetzt nicht rein darf. Warte mal kurz. Wir haben jetzt ja schon einige Schlüssel gefunden. Sind wir ihm schon einmal rumgegangen hier? Ich glaube schon, ne? Na, da war nix. Nee, da war nix. Ich muss hier irgendwie... Ich muss irgendwie einen Schlüssel noch finden. Wo kriege ich einen Schlüssel her? Also, blick's nicht ganz so. Ach so. Ach, verarscht mich doch nicht. Okay, haben wir Schlüssel. Gut. Mann, ey. Ganz im Ernst. Geht schon ein bisschen so Richtung... Das war schon ein bisschen Richtung Nerven, ne? Wie easy war das denn bitte sehr? Die habe ich nicht gesehen. Na gut. So, dann können wir auf jeden Fall zurücklaufen. Woher gekommen sind. Und auf jeden Fall das Rätsels Lösung jetzt finden, glaube ich. Müssen aber ganz zurück, leider. So. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder in diesen Schattenreich, wollte ich gerade sagen, diesen dunklen Wald. Man hätte wahrscheinlich den Schlüssel anders finden müssen. Jetzt haben wir den Schlüssel von der einen Bereich in den anderen Bereich benutzt. Hätte wahrscheinlich auch anders funktioniert. Hätte, Fahrradkette, ne? So. Jetzt wissen wir aber, wo wir hin sollen. Das ist schon mal gut. So, da steht sie doch. Wir können es aufmachen. Okay. Okay. Ganz gut, unser Schutzschild. So. Hey, du könntest es brauchen. Endlich! YouTube! Hat er YouTube gesagt? YouTube! Okay, jetzt wieder zurück. Das ist natürlich schwieriger. Obwohl. Ach, ohne Schild ist das hier doch gar nicht zu schaffen. Wirklich nicht. Dafür brauchst du das Schild. Jetzt bist du hier gearscht. Okay. Perfekt. Also jetzt tauschen wir das ganze Ding beim König aus gegen den Schlüssel für dieses Herrenhaus. Danke. So. Müssen wir doch da reinkommen jetzt eigentlich.
Und da oben ist unser Abenteuerherz. Perfekt. Super. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Genau. Mag mich, abonniert mich. Glocket mal die Bimmel. Glocket mal die Bimmel. Bimmelt mal die Glocke, meine ich. Und tschüss.